hochsommerliches Hallo und herzlich willkommen zu einem erfrischenden Cliff-Cocktail à la Talk Talk Talk. Heute haben wir für Sie in der Pipeline Kondomprobleme der besonderen Art. Ich habe Kondom benutzt, aber das war irgendwie, wo ich es rausgeholt habe, hatte ich nur noch den Ring. Drum. Grand Dame der Massenunterhaltung Vera wartet ein sexuell aktiver Transsexueller auf sie. Und jetzt hast du plötzlich eine andere Frau kennengelernt? Ja, mehr oder weniger Zufall, weil ich bin in der letzten Kneipe hinein, wollte mal die Seite auch kennenlernen, das Leben genießen. Aber jetzt starten wir erstmal voll durch mit einem generationsübergreifenden Familienkrach made in the USA. I am a man. Thank you very much. I'm sure you'll like it. You would call me daddy. Oh. Girl, you know it's true. Ooh, I love you. And this is true. Hey, Jerry, I'm here because I hate my fiance's mother. She calls me lazy, I'm no good, whatever. She's got a list that goes for days, I'm sure. She's just kind of delusional. Crazy. Yeah. Yep, look at me. What are you doing? Look at me over here. I'm looking at you, brother. I'm gonna tell you what, you crazy eyed little You need to keep out of my life, okay? You are not gonna sit here and tell Jennifer anything. Your nose in my business. No, I haven't. Stood outside of the door, and now that you think something's gonna happen, you want to get some money. What do you want to say to your mom? I want to say that all of my entire life she's gonna sit there and act like she's got her foot in the door and she's, oh, mommy this, oh, mommy that. No. She thinks she's gonna get something out of it, and that's why she's talking to me now. What am I gonna get out of it? What do you have to give me, your trailer? At least I don't live on my mommy's couch. And I don't either. Yeah, you do. No, I don't. Where did you guys learn to dance? No, I don't. When the pimp's in the crib, Mom, drop it like it's hot. God, have you had to be a man? I am a man. I am a man. Thank you very much. Quit it, Daddy. I'm sure you'll like it. You would call me daddy. Oh, yeah, run, you bastard. Run, you sucker. Run, baby, run. Go. Stay out of our life. Right. Did you hear that? Nope. Didn't hear it. Okay, well, it doesn't matter. You two staying together. We're staying together forever. Kommen wir nun zu einer kleinen Lehrstunde für Frauen. Für gebärfreudige Frauen. Falls Sie unbedingt ein Baby haben möchten, Ihr Partner aber leider nur wild vögeln will, aufgepasst. Man nehme ein Kondom. Man traktiere das Kondom mit einer Stricknadel. Da. Aufwickeln. Drüber, fertig. Ergebnis, man wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit schwanger. Warum bist du jetzt so sauer auf Marina? Weil ich die Vermutung habe, dass das ungeborene Kind, was sie bekommt, dass sie das meinem Freund jetzt halt untergeschoben hat. Was heißt jetzt untergeschoben? Also ich habe die Vermutung, dass sie in das Kondom ein Loch reingemacht hat, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo das Kind gezeugt wurde, Max um jeden Preis halt zurückhaben wollte. Aber er hatte sexuellen Verkehr mit ihr? Auch nach der Beziehung noch? Ja, öfters. Öfter? In der letzten Zeit auch? Vor circa einer Woche war es nochmal. Aber. Moment. Maxim hat mit Marina das letzte Mal vor einer Woche geschlafen? Ungefähr, ja. Und du bist aber seit wie lange mit ihm? Seit einem Monat. Ich hab dich ganz groß auf dem Seven. Du bist der Lichtblick meiner Wahl. Musst du mir erklären, wie man bitte ein Kondom manipulieren kann. Mal das ist ganz ehrlich. Einfach. Ja klar, ich steche mit einer Stecknadel rein, dann platzt dieses Ding und ich werde schwanger. Entschuldigung, aber da braucht es schon mehr als eine Stecknadel, großes Loch.
Das du meinst, bitte, das meinst ist jetzt aber so eine Sache, darüber kann man streiten, Marina. Also ein Stecknadel, großes Loch in einem Kondom ist schon recht. Nein, ich meine das von der, also von der Nadel halt. Es ist egal, wie dick die Nadel ist. Nein, es ist aber ein Loch drin, es kann platzen, so oder so. Hallo. Maxim, du richtest ja schönen Schaden an, sag mal. Und eigentlich finde ich das ganz schön hart. Du bist mit Manuela zusammen, aber schläfst noch vor einer Woche mit deiner Ex. Warum machst du das? Ja, das war ein Zwischenfall. Da hatte ich Stress gehabt mit meiner Freundin. Und da habe ich halt Alkohol getrunken. Und Stress und Alkohol passt ja nicht zusammen. Aber du schläfst ständig mit Marina. Wieso bist du nicht mit ihr zusammen? Ja, es kommt doch teilweise, weil sie es auch will. Und sie macht mich auch immer rallig dafür und fasst mich immer an, obwohl sie sagt, das machst du. Und deshalb... die Schuld immer auf andere zu schieben, Max. Das Mädchen, du hast es ausgenutzt, als er betrunken war. Da frage ich mich, wie notgeil du gewesen bist. Zu mir hat sie erzählt, es war ein Unfall. Mhm. Ihr hattet ein Kondom? Ja. 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 Wirklich? Ja. Maxim? Maxim? Ha? Hattet ihr ein Kondom benutzt? Ja. Ich hatte diese... Ich bin jetzt ehrlich. Ich habe ein Kondom benutzt, aber das war irgendwie, wo ich es rausgeholt habe, hatte ich nur noch den Ring drum. Vielleicht war es gar kein Kondom, sondern es war ein Cockring. Wie geht's weiter? Dieses Kind kommt in 2 Monaten, glaube ich. 3 Monaten. Ja, was wollt ihr denn machen? Wie soll es denn weitergehen? Also, ich habe von ihr erfahren, sobald das Kind draußen ist, hat sie zu mir gesagt, sie geht mit Freunden gleich saufen. Das hat sie zu mir gesagt. Und das hast du gesagt, Marina. Ich pass auf, was du sagst. Marina, also Marina. Ich drohe nicht. Es wird eine schwierige Zeit auf dich zukommen, weil so ein Baby verlangt einem eine Menge ab. Ist was Wunderbares, aber auch was Anstrengendes. Darf ich dir nur mal einen Rat mit auf den Weg geben? Wende dich bitte ans Jugendamt. Boah, Leute, ist das heiß hier. Oh, Richter müsste man sein. Sie fragen sich, warum ausgerechnet Richter? Ganz einfach. Ist es drinnen warm und stickig, treibt es Salesch und Crew hinaus ins Dickicht. Heute für Sie Freiluft-Action in unserer Top 3 der spektakulärsten Außenszenen. Auf Platz 3, Spuk auf dem Hochhaus. Mama, ich bin da und Franz auch. Hör bitte auf mit dem Scheiß! Gut, dass ihr da seid. Meine Kollegen und ich haben schon alles versucht. Von hier unten sind wir vom Dach aus. Wie konnte denn das passieren? Unser Pflegepersonal hat keine Erklärung dafür. Beruhigen Sie sich. Wir haben alles versucht, aber Ihre Mutter lässt uns nicht an sich heran. Mama, ich bin da. Siehst du? Ich bin da. Wo ist Franz? Franz ist auch da. Ihr könnt über alles reden, wirklich. Ich will eine Erklärung. Was bin ich eigentlich für dich? Was ist Toni für dich in all den Jahren? Ich verspreche dir. Ich verspreche dir, es wird alles wieder gut, okay? Bitte versprech mir, dass du nie wieder so eine Scheiße machst, okay? Auf Platz 2. Der geplatzte Nackeldeindreh. Grünmunter Grömer ist mein Name von der Staatsanwaltschaft. Das ist die Rechtsanwältin Tasic, das ist Kriminaloberkommissar Feldmann. Ich habe hier einen Durchsuchungsbeschluss für diese Räume, den darf ich Ihnen zeigen. Und dann suchen wir noch eine Frau, Jessica Meltens. Da würde ich gerne diese Ladung zukommen lassen. Eine Frau Meltens gibt's hier nicht, tut mir leid. Moment, das ist Frau Meltens, da ist sie. Ach, da ist sie doch. Ja, das passt doch. Vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe. Moment, hier, da runter, da. Ja, jetzt nicht da rumfummeln. Wir sind hier die. Runter, mit den Klamotten runter und nicht so. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie kurz unterbreche. Ich habe einen Durchsuchungsbeschluss hier für diese Räume. Sind Sie Herr Polt? Dann darf ich Ihnen den aushändigen. Sie können gerne einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Ach, Ihre Dienstwaffe mitgebracht? Das finde ich aber, sehr nett. Es handelt sich hier ums gleiche Kaliber wie bei der Waffe, mit der die Schüsse auf Herrn Rommel abgegeben worden sind. Haben Sie noch ein bisschen Cookie gefunden? Kann das möglich sein? Herr Polt, ist das Ihre Waffe? Das ist nicht meine Waffe. Lassen Sie das werden wir feststellen. Also, Herr Polt, Sie sind vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass Sie die Schüsse auf der Gromme abgegeben haben. Führen Sie bitte ab aufs Präsidium. Auf Platz 1, Geiselnahme beim öffentlichen Nahverkehr. Bitte? Frau Bremen, hören Sie mir bitte eine Sekunde zu. Sie machen sich unglücklich. Das bringt überhaupt nichts. Nein, verdammt, nein. Ich werde nicht aufgeben.
Ich gebe Ihnen genau 15 Minuten Zeit, hierher zu kommen. Nein, verdammt! Sie werden mich nicht weiter für dumm verkaufen. Ich gebe Ihnen genau 15 Minuten Zeit, jetzt hierher zu kommen, in diesem Bus. Ziehen Sie den Mantel aus! Ziehen Sie den Mantel aus! Wir sehen, ob Sie eine Waffe tragen! Ganz ruhig. Okay, okay. Zeigen Sie mir. Okay, okay, dann kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Frau Brenn, machen Sie, kommen Sie rein. Das ist eine Geiselnahme. Gehen Sie durch. Alle raus jetzt hier. Raus. Frau Bremen, die Frau Gützko hat eben ausgesagt, wo ihre Tochter ist. Die wird in der alten Lagerhalle in Ehrenfeld versteckt gehalten. Die Polizei ist aber schon auf dem Weg dahin. Ihre Tochter ist gefunden, Frau Bremen. Ihre Tochter geht's gut. Ihre Tochter lebt? Ja, ihre Tochter lebt. Ihre Tochter geht's gut? Ihre Tochter geht's gut. Kommen Sie. Jetzt ist alles vorbei. Okay? Geben Sie mir die Waffe. So. Okay, ganz ruhig. Mein Name ist Kraus, Agentin Kraus, und ich wurde mit der Aufklärung paranormaler Ereignisse beauftragt. Mein heutiger Fall? Ein untoter Stripper, der in Amerika bereits eine Spur sexueller Verwüstung hinterlassen hat. Bitte sehen Sie sich hierzu folgendes streng geheime Archivmaterial an. Take a look at this video. This is an exotic dancer named Renegade, who recently appeared on our show. So as you can imagine, we received a lot of calls from admiring women. But guess what? The person next to me, she called, she wasn't admiring. No. She called in for a different reason, exactly. One that shocked us. Exactly. Because Jennifer here is positive that Renegade is the father of her three-year-old son, Jay Renner. My three-year-old son. Until seeing Renegade on our show, she thought the guy who was dead. Was dead. Dead, do you hear me? Dead, honey. Dead. Well, Renegade is not dead. He's back. Mm-hmm. And he's taking a paternity test. Yeah. Because insists he is not the father. And that's a damn lie. And I'm here to prove it today. How'd you believe he was dead? Someone put out the rumor that he got killed in Ohio. I had to tell my son that his father was dead. Do you hear me? I didn't, when we saw the show, when the show aired, I didn't see Marcel. My son saw him. What'd he say? That's my daddy. But then he turned around and said, but he takes his clothes off, so I don't want him to be my daddy. I had to tell my son that that was his daddy and that he was not dead. And it's not no weekend thing, you understand me? It's not a weekend thing. I'm a liar, Marcel. You were staying with me. You were staying with me, Marcel. You was you in the barracks. So much, bring your ass truth. Out. Do that. Come out. Bring your ass out. I'm winning. I'm winning. I want you to stay in that seat, okay? I ain't gonna touch him. Okay. I'm gonna eat him up with my mouth. I'm not gonna touch him. When it comes to three-year-old Jaren, Renegade, you are the father. Bei Senioren-VZ. Aufgepasst. Sonja, du geiles Stück. Du hast deine Handschellen und deine Orgasmuskugeln bei mir liegen lassen. Dein gut bestückter Heinz Rüdiger. Da gehe ich doch mal direkt auf Löschen. Hm. Noch mehr indiskrete Pinnwand-Einträge aller. Ich steck dir mein Schwert in dein dreckigstes gibt es im nächsten Clip zu sehen. So. Jetzt erstmal Stöppchen. Das will ich mir dann doch mal genauer ansehen. Hallo, lieber Sascha. Die letzte Nacht mit dir war einzigartig. Ich habe mich zum ersten Mal geborgen gefühlt. Ich schreibe dir heute, weil ich dich noch einmal wieder treffen will. Ich will noch mal dieses Gefühl haben und die traumhafte Nacht mit dir wiederholen. Das war spitze, wie du mir dein blankes Schwert in mein dreckigstes gesteckt hast. Immer rein und raus. Das war so schön. Ich hoffe, wir können uns noch mal treffen. Ich
liebe dich. Ach, was schön. Das nenne ich Poesie. Auch wenn die Interpunktion, Grammatik und Rechtschreibung zu wünschen übrig. Fragt, wie die Gefühle eigentlich noch sind für den anderen. Melanie ist 40, transsexuell und mit einer Frau verheiratet. Bei unserer Freundin Vera hat sie ein Dauerabo, da sie viele, wirklich sehr viele zwischenmenschliche Probleme hat. Heute sehen Sie die Folge Neue Liebe in der Lesbenkneipe. So, Melanie, grüß dich. Du hattest mit deiner Frau Petra enorme Probleme. Ja. Hat sich's gebessert? Nö. Nö. Es ist schlimmer geworden. Schlimmer geworden? Ja, sie geht auf mich los. Sie krakeelt von früh bis nachts. Und jetzt hast du plötzlich eine andere Frau kennengelernt? Ja, mehr oder weniger das Zufall, weil ich bin in Lesbenkneipe rein, wollte einmal die Seite auch kennenlernen, das Leben genießen. Okay. Und es ist halt so gewesen, die war einsam, ich war einsam. Wir haben uns gut unterhalten, dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Es war eigentlich so gar nicht im Gedanken, dass wir das machen. Ja, ja. Und da haben wir auf dem Kanapee geschlafen und dazu ist es dann halt, ja, zu Übergriffen gekommen, sagen wir so. Zu Übergriffen, das hört sich so militärisch an, ja. Oh, feindliche Übergriffe. Petra, sag mal, was ist los bei euch zu Hause? Was zu Hause los ist? Ganz einfach, ich habe die Nase voll mit ihren Lügen, mit ihrem Verheimlichen, mit dem, was sie da erzählt hat, mit dieser Frau, wo sie zusammen war. Da hat sie gesagt, sie geht in die Lesbenkneipe, sie kommt um 12 Uhr. Da hat sie selbst gesagt, sie geht um 12 Uhr, kommt sie. Sie hat keine SMS geschickt, ich habe mir Sorgen um sie gemacht, dass ihr was passiert ist. Aber da war nichts, dann kam eine SMS um 2:30 Uhr. Ich komme heute Abend wieder, ich lebe noch. Ich bin mit dir zu einer Paartherapeutin, hast es abgebrochen. Ich frag dich jedes Mal, liebst du mich noch? Warum gibst du mir keine Strahlen? Warum gibst du mir keine Zärtlichkeiten? Schlaft ihr miteinander? Ich muss mal ganz direkt fragen. Ja, sie da und ich da. Wollt ihr, dass es besser wird? Ich will's, ja. Willst du, dass es besser wird? Das weiß ich nicht mehr. So, meine Lieben, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg in die USA. Und zwar direkt ins Studio des Godfather of Crazy Talkshow-Unterhaltung, Jerry Springer. Da treffen sich heute die schwulsten Jungs in unserer Top 3 der tuntigen Typen. Auf Platz 3 zieht unsere kugelrunde Army-Schwuppe ins Gefecht. Sergeant Springer reporting for duty, Jerry. I can show my belly anytime I want. No, you aren't brought up this way. What? So, you say I'm a disgrace to this country, eh? And so what? Yeah, I had sex when I was in the Army, but I didn't tell. I've raised you since you was a kid. Well, I'm sorry. And you gonna show your respect to me this way? Hey, until you get used to it, I'm gonna keep doing this till you accept me for who I am. Well, you know what you can do. What? Get the hell out. Auf Platz 2 treibt eine Omi ihrem Enkel die Homo-Flausen aus. You gonna be a male prostitute? Yes, ma'am, I am. Christopher, do you know God? Yep, sure do. Well, you know what? Today we gonna bind that devil. Finger. In the finger. Name of Jesus. No, finger. I bind that devil right now. Und unser Platz 1 bietet tuntige Tanzeinlagen der Extraklasse. Woman, you think because you got on shoes and a dress, you're still a man. What do you mean? You're a man. I look good. You're flat-chested. A woman, so he could walk in the public, hold hands, kiss. I sit in his lap. So that is just irrelevant right there. Die zwei Leckermäulchen sind ein festes Pärchen. Süß, ne? Ihr einziges Problemchen ist, dass sie sich noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Doch heute heißt es bei Brit Auge um Auge und Zahn um Zahn. André, wer ist das? Das ist eine Bekannte aus dem Chat. Und wie heißt die? Kerstin. Und jetzt wird's knifflig erotisch. In der Hoffnung, dass das nicht gebraucht ist. Ja, dafür ist da. Der Zungensauger. So, das nehme ich mit. Das steckt mir sich, glaube ich, in. Nee!
Was? Na, weist ihr Sextoy-Know-how ebenfalls noch kleine Lücken auf? Ich kann das nicht einordnen. Das ist ein Ding, was keine Funktion hat. Kein Problem. All About Sex hilft Ihnen, Ihr Liebesleben zu revolutionieren. Pimpen Sie mit uns Ihr Sex-Life. Heute um 22.15 Uhr auf Pro7. Wo sonst? Girl, you know it's true. Ooh, I love you. And this is true. Willkommen zurück zu unserer familienfreundlichen Samstagabendshow. Die Dinger lieb ich ja. Würmer. Bei unserem Amigo Jerry Springer stehen die leckeren Dickmacher heute auch auf dem Speiseplan. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied: bei Jerry sind die Dinger lebendig. I made a mistake. I let lust become between our marriage. I got mad, we got in a big fight. I took off to Florida, Jerry. You took off to Florida? Yes, okay. With another woman. Yes. When I got down there, I ran out of money. So I had to watch a guy to learn how to panhandle. I got enough money to get up to get a tent. And when I got that tent, I sat in the woods and looked up and realized I was nowhere. Thankfully, I was watching Discovery Channel and learned how to eat bugs to survive. Oh, those are, what are they? Would you like one, Jerry? No. They're very delicious. No, I'm on a diet. Jerry. It got worse? It got worse. When I got back, my wife kept taking off. Yes. She confessed to me and told me that she, 3 days ago, that she actually has been sleeping with him. With your sister's boyfriend? Yes. And I'm here today to tell him to leave my wife alone and get out of my life. Here's Chad. Hey, wait a second. Whoa, whoa, zip up your worm. What went on between me and Liv was nothing but a fling. That was it. I don't want her. It's all about sex, dude. That's it. What, my wife? Yeah, with your wife. I don't get it at home from my girlfriend, so I figured his wife should be the perfect subject. Kids, Chad. Me, not her. Well, you should start giving it to me more often. I wouldn't have to go to someone else. Home and take care of your two kids, Chad. I'm tired. I don't get time to take care of myself, but I don't take care of your damn needs. You're supposed to change, Chad. I trust you. And all you do is keep messing around on me. What's wrong with me? What? I don't get no sex. I'm sorry, Chad. And that's why you got a hand. Diese junge Dame hier ist bereits zweifache Mutter, hat die Kleinen aber erstmal bei der Oma gepackt. Die ist darüber zwar nicht wirklich begeistert, aber hey, ihre Tochter hat nun mal wichtigere Sachen zu tun, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Zum Beispiel Baby Nummer 3 in die Welt zu setzen. Ach, wenn das nicht nach einer glücklichen Großfamilie klingt. Mama, ich bin gar nicht überfordert. Ich bin bis abends bei dir, ne? Nein. Ja, okay, vielleicht nicht immer, ne? Aber ich bin schon mal bei dir, Mama. Und ich lege Clara ins Bett. Du bist nie Amster. Mama, Wenn ich zu dir sage, du sollst die Kinder ins Bett zu packen. Mama, hey. Entweder hast du Bauchschmerzen. Hallo, Mama, ich lege Clara ins Bett, ne? Ich lege mich sogar ins Bett mit Clara zusammen und warte, bis sie eingeschlafen ist. Okay, nicht wie immer, ne? Aber vielleicht einmal in der Woche Freitag, oder zweimal in der Woche, Freitag. Vielleicht toll. Mama, ich leg mich aber trotzdem im Bett. Und warum sind die Kinder dann nicht bei dir? Genau. Ja, warum nicht? Weil ich aggressiv bin, wenn jemand mich... Ja, ich mache auch Therapie jetzt. Okay.
Wenn es momentan also bei dir in deinem Leben so schwierig und turbulent ist, dass du nicht eine gute Mutter sein kannst, wieso bist du wieder schwanger geworden? Du bist ja keine 12 mehr, du weißt ja schon, dass der Klapperstorch nicht die Kinder bringt. Ich hab meinem Freund gesagt, er soll wenn ein Gummi benutzen. Er hat's auch gemacht, aber er hat's es hört sich ja scheiße an, aber da mitten drin gerade wieder abgemacht. Und das ist natürlich sehr scheiße an, ja. Er hat zu mir gesagt, mit Gummi macht's ja keinen Spaß, weißt du? Ich so, ja, mach ab. Aber ich hab gesagt, er hat schon gemacht, ja, war es doch zu spät. Ich bin mir sicher, dass ich auch abtreibe, weil ich habe beim Frauenarzt einen Zettel geholt, dass ich abtreiben gehe. Ich werde den Teufel tun, jetzt meine Meinung dazu zu sagen. Ja, weil jedes Argument hat eine Berechtigung. Aber seit wann hast du den Entschluss gefasst zur Abtreibung? Ja, eigentlich Anfang an, wo ich das wusste auch. Weil es mir erst zu viel wird. Meine Kleine geht in 2 Monaten in den Kindergarten. Da mache ich jetzt meinen Abschluss. Da habe ich jetzt eine Schule. Super. Ja, ich habe eine Schule. Darum will ich unbedingt, dass es in die Krabbelalter-Schule geht und dass ich die Schule mache. Das finde ich toll. Ich bin auch glücklich, dass meine Mutter meine Kinder genommen hätte. Die haben schon Pflegeeltern gesucht um meine Kinder. Diese suchen auch nach wie vor Pflegeeltern, ja, wenn du dich nicht ins Zeug legst, meine Liebe. Das Jugendamt wird gucken, wie du dich da machst als Mutter. Doch, aber Anfang Dezember kriege ich die Kinder auf jeden Fall sicher. Nur wenn du dich trennst von ihm. So. Mama, nein. Wenn ich trenne, dann kriegt er die Kinder. Er kriegt die Kinder. Das ist nicht richtig, ja. Also, ich sag dir nur eins, Sabrina, wenn ihr zusammen bleibt, dann müsst ihr überlegen, wie ihr verantwortungsvoll Eltern für eure Kinder seid. Und nicht immer Polizei ins Haus, das geht überhaupt nicht. Joey! Alter, falls ihr es noch nicht wussten, Downtown Unterföhring ist in Sachen Hip-Hop der fette Geheimtipp. Liegt quasi direkt neben der Bronx. Yeah. Hier wird nämlich gejammt, was das Zeug hält. Und meine Homies, Fred, Isaac und Divine tragen unsere Gang-Message jetzt raus in die World. Nakadakas. Schön. Sind das deine Freunde in der ersten Reihe? Ja, Kollegen. Na, hab ich mir gedacht. Noch so ein Brummer. Yes. Willst du noch mal bekommen? Nakadakas. Du bist also, hast zugegeben, neidisch auf deinen jüngeren Bruder. Ja, auf jeden Fall. Weil der kriegt mehr als du früher. Ja, ganz genau. Er heißt Divine. Hier ist Chaka. Hier ist Divine. Du kriegst alles, was du willst? Ja. Nur einen Gürtel hast du nicht bekommen für deine Hose, oder? Oh, okay, gut. Okay, er hat einen. Ihr habt noch einen dritten Bruder. Was ist denn mit dem? Was sagt denn der dazu? Ach, der ist so behindert. Der nimmt nur Freunde von dir. Der Bruder nimmt die Frauen von... Ja, zum Beispiel so, wenn sein Freund nach Hause kommt, dann später sagt er... Ja, der Divan geht fremd, bla bla bla. Und dann sie selbst zu kriegen? Ja, genau. Bist du auch neidisch auf deinen anderen Bruder? Wer? Du. Auf Eisen. Klar. Weil... Schau mal. Und hier ist Eisen. Ich bin nicht von der Nakadakas-Fan, sondern wir sind Tupac Families. Tupac Family! Tupac Families, reborn. Okay. Er ist also von Tupac, ich bin von Tetra Pak. Soll ich dir was sagen? Es ist kein wegen Family, ich mit der Freund meinem Bruder, sondern ich will nur meinem Bruder zeigen, in Düsseldorf sind wir sowieso 80% diese Bitches, alle Schlampen. Jetzt hast du das ganze Frauenpublikum zu 80% meiner Zuschauer zu Hause beleidigt. Ich meine, in Düsseldorf, nicht die Ding. Nein, ich weiß. Aber weißt du, nicht nur die sehen gerade die Sendung, auch die Frauen in Düsseldorf sehen die Sendung, Isaac. Ist scheißegal auf die. Und wenn du jetzt durch die Stadt gehst, kommen sie alle, Isaac, ey! Isaac, ey! Ich weiß. Sie haben alle darauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Hier kommt unser Quotengarant aus Übersee, Mr. Steve Wilkes, mit einem weiteren brandheißen und topaktuellen Fall. Chris hat Ashley für ihre Schwester Melissa verlassen. Um den gemeinsamen Sohn kümmert er sich nicht. Seine Ehe mit Melissa steht wegen ständiger Streitereien ebenfalls vor dem Aus. Beide Schwestern wollen Chris heute zur Rede stellen und erhoffen sich dabei Unterstützung von Steve.
This is Chris. Yep. He's the father of your child, and he's the father of your sister's children. Let's bring Chris up. Hello. What do you want to say to Chris? I can't believe you even did that. You don't even want nothing to do with your son. What is wrong with my son? You have not done anything for him. Whose fault is it for not having money? I have been raising Julian on my own. All you had to do was call to check up on him. You never once did that. Patty would not give me the number. Yeah, that's bull. I want to know what you are doing. I showed up to when the child was born. I was there. Was not allowed to see my son. I was allowed to see him a month after he was born. What about food? What about diapers? What about things that a baby needs on a daily basis? What about the mother that's raising your child? Take care of her. How am I supposed to know what they need? I don't have the number. That's my point. If you don't know what they need, then you shouldn't be having children. Yeah. You called your 3-year-old son a dumbass? It was just a word that came out. It's just the word that came out. Yes. Not on purpose, not meant to. You ever call Melissa a bitch? Yes, I have. That's nice. She's called me a bastard. She's called me all kinds of same names. I'm done. Yeah. I'm getting a divorce, and that's what I want. Yeah. So I just can't take it. Not at all. Let's bring out your mom. You drove a wedge between my family! Sorry, Steve. You realize how bad that hurt me? You, for that matter, I will never forgive you. And don't you ever call me moms again. And as far as I'm concerned, you are never, and you never have been, my son-in-law. Is there anything that the sisters want to say to each other? I love you no matter what. And we're not gonna let him get in the way of our love. We are blood. Nach der Show haben Ashley und Melissa sich endgültig versöhnt. Zu Chris haben beide keinen Kontakt mehr. Girl, you know it's true. Ooh, I love you. George, widersprich mir, aber ich bin mir sicher, dass dieses Spiel das spannendste der Saison sein wird. What is love? Baby, don't hurt. Munter. Hört auf! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Na, alle wieder wach? Okay, dann hoch mit ihnen und losgesteppt. Die nächsten Clips werden sie eh gleich vom Hocker hauen. Da kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus. In den gefährlichsten Haigewässern der Welt will ein Team aus Wissenschaftlern die Antwort auf die Frage finden. Wirst du durch einen Schluck von diesem Getränk so stark, dass du es mit den größten Haien der Welt aufnimmst? Das Ergebnis ist eindeutig. Dieses Getränk macht dich unbesiegbar. Ich hasse Zahnärzte. So, wo ist die Klingel? Ach ja. Schützt vor unnötigen Zahnarztbesuchen. Halt, Schatz! Dein Slip! Warte! Thank you.
Es kann überall passieren. Also, sei vorbereitet. Ja, hallo, ich habe eine Panne. Ich bin... Unser Pannenservice ist schneller als ein Boxenstopp in der Formel 1. Wie gesagt, wir sind schnell, extrem schnell. Ich bowle jeden Tag. Ich habe weder eine Katze noch einen Hund, nur meine 2 Zentner schwere Eisenbowlingkugel. 300 Strikes nacheinander und die toucht mir keiner an. Da gehe ich auf Nummer sicher und zwar damit. Beschriften und abschließen. Das war's. Und wenn's so aussieht, gibt's Ärger. Also Griffel weg. Der beste Schutz für Ihr Eigentum? Tempertap. Dieser Mann hat den wohl gefährlichsten Job der Welt. In Japan betreibt er einen Schlussmacher-Service. Auweia. Ich heiße Akila und bin der erfolgreichste Geschäftsmann Tokios. Mit meinem Schlussmacher-Service helfe ich beziehungslahmen Menschen aus ihrer Liebeshölle. Das ist nicht immer ungefährlich, denn wo Menschen sind, gibt es auch Emotionen. Geliebter Lahmarsch, der Sex mit dir war so unbedeutend wie jetzt unser Ende. Stürmisch sind die ersten Reaktionen auf meine Botschaft, aber daran bin ich mittlerweile gewöhnt. Das Beste an meinem Job ist die Spannung. Ich weiß nie, wer oder was mich erwartet. Süße, krasse Maus, ich verlasse dich. Die Arztrechnungen nach unseren Sexspielchen sind mir einfach zu teuer. Mein Job ist tough und erfordert eine Top-Fitness. Vor allem robuste Kleidung ist das A und O. Nur einen Nachteil hat das Ganze. Meine eigene Beziehung kommt zu kurz. Schatz, wir müssen reden. Mein Job hat mich abgestumpft. Ich spüre nichts mehr. Wir sollten uns trennen. Raus hier, verschwinde! Tja, man kann eben nicht alles haben. Zumindest in Sachen Schutzkleidung habe ich endlich den perfekten Partner gefunden. Wer glaubt, ein Urlaub in Rumänien würde sich nicht lohnen, der hat noch nicht von ihm gehört. Das Star-Chamäleon. Dank eines Zaubergesöffs kann er sich in jeden Pop- und Rockstar verwandeln. Die Touristenattraktion Nummer 1. Ich, Juri, der Pechvogel, hatte eine wahre Geldquelle entdeckt. Mitten unter meinem Grundstück. Wer hätte gedacht, dass ein Fluss aus rotleuchtendem Magma mich zu einem anderen Menschen machen würde? Wie die russischen Wissenschaftler baute ich eine Pipeline direkt in mein Haus. Bei einem deutschen Brauereizubehörversand hatte ich mir eine Zapfeinrichtung bestellt, mir die verschiedensten Mischungen gebraut und an mir selbst getestet. Seitdem war ich jeden Tag ein Star im Dorf. Eben ein Popstar. Egal ob Madonna oder der coole Michael Jackson, ich war eine Attraktion und konnte sein, wer ich wollte. Doch dann machte ich einen Fehler. Ich verwandelte mich in einen nicht so coolen Popstar.
Ich wusste nicht, dass die Leute in unserem Dorf Elton John hassten. Die letzte Rettung war eine neue Mischung, etwas, das sie umhauen würde. Ich musste mutig sein. Sag mal, Leute, habt ihr eigentlich gestern meinen geilen Auftritt beim Elvis Presley-Konzert gesehen? Sehr witzig. Der ist doch tot, Sonja. Hey, wir lassen uns nicht verarschen. Ach ja? Und was ist bitte das hier? Hm? Liebe Zuschauer, ich schmeiß die mal eben rein. Ich bin mir sicher, Sie glauben mir und wollen das bestimmt sehen. Hm. Danke, Ladies and Gentlemen. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute meine Band vorstellen. Die ist echt großartig. Im Background die Sugar Babes. Und an der Triangel die unglaubliche Sonja Kraus. An der Lead Guitar Jimmy Page. An der Rhythm Guitar Noel Gallagher. Am Schlagzeug sitzt Keith Moon. Ja, und dann. Oh. Am Bass Sheryl Crow. Und am Piano der legendäre Stevie Wonder. Ja, Mann. So, Leute, und jetzt geht's los. Tja, da fehlen Ihnen die Worte, hm? Das trifft sich gut. Dann haben Sie nämlich was mit unseren nächsten Akteuren gemeinsam. Karte für alle. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ohne große Worte, der Stärkste. Na, meine Lieben, haben Sie für heute Abend eine Grillparty geplant? Stecken Sie etwas schon in den Vorbereitungen? Dann sollten Sie aber schnell noch die nächste Hitparade anschauen. Da gibt's die Do's and Don'ts für Partymacher und Partygänger. Eine optimale Vorbereitung ist Schritt 1 für eine gelungene Party. Kleiner Tipp an die Männer: Nicht ablenken lassen. Überraschung! Mit diesem Bier erlebst du den längsten Genuss der Welt. Übung macht den Meister. Auch in Sachen Party-Mitbringsel. Hi, Steve. Hi. Kann ich helfen? Ja, wenn du das nehmen kannst. Nein, nein. Hallo, Leute. Hey. Hi. Hi.
Schaut euch das an. Also, man zieht hier, drückt das dann an und schon, gib mal das Glas her, kann man es genießen. Hast du gesehen, was Mike da hat? Ja, ich habe ein Sandwich. Okay. Ein Riesending. Und das geile Bierfass, aber wen interessiert's? Uns würde interessieren, wie so eine richtig typische Partypause aussieht. Geht das überhaupt? Leise, leise! Seid ruhig, seid ruhig! Hi, Mami. Schatz, ich wollte nur kurz sagen, wir sind gut angekommen. War das Konfetti? Wir kommen sofort zurück. Und wehe, du hast eine Party gemacht. Na los, schnell raus hier! Jetzt mach schon! Mit unseren modernen Telefonen hört man wirklich alles. Und man kann super kommunizieren. Oh, das nennen wir spontane Partyflucht. Und wie kommt man am bequemsten nach Hause? Hi. Hi. Sag mal, könntest du kurz deine Zunge in mein Ohr stecken? Ja. Danke. Prima, danke. So, du stehst also auf mich. Nein, es gibt keine Taxis mehr und mein Dad soll mich abholen. Bilder sagen mehr als Worte. Telstra. Und was kommt nach einer wild durchzechten Partynacht? Das böse Erwachen. Oh. Hey. Oh, zum Teufel. Was mache ich hier? Warum ist das Bett so klein? Alles ist so winzig. Sogar meine Schuhe. Was ist gestern passiert? Ich bin ein Riese. Selbst dieser Burger ist so klitzeklein. Und so lecker. Klitzeklein. Hey, Buddy. Hast du gut in Dylans Zimmer geschlafen? Kleine Burger zu kleinen Preisen. Das gibt's nur bei Chicken Licken. Sie sind ein Zocker und lieben Sex? Na, du kleines Luder. Hast du... Sie sind ein Gourmet, wissen aber nicht, wie sie kulinarisch bei ihrem Date punkten können? Nee, ich finde das ganz widerlich, wenn die Typen immer gleich denken, sie müssen für einen kochen. Dann ist All About Sex heute Pflichtprogramm. Wir sehen uns um 22.15 Uhr auf Pro7. Okay, dann würde ich sagen, die Party kann steigen. Ich kann ja leider nicht kommen, selbst wenn Sie mich eingeladen hätten. Termine, 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 Sie wissen schon. Apropos, nächsten Samstag, da steigt die Party wieder bei mir hier. Also bis dahin, Bussi und bye bye.